so mörsig mehr als Gerald. Ja. Aber ich sag dir, der erste, der erzählt, ist so, der ist unfassbar. Der zweite, der erzählt, ist mega geil wegen des neuen Wolfsmith, aber der erste, der erzählt, ist so gut. Die Story ist einfach viel besser als die Hauptstory. Die Hauptstory ist schon ziemlich gut. Ja. Einfach die Charaktere und auch so das, die Inszenierung. Ich will ja nicht spoilern, weil die Thematik ist halt mega cool. Also, ich muss mir die erzählen tatsächlich noch mal, weil ich habe total gut. Zumindest, wenn du dir einen nehmen willst und nicht so viel Zeit hast, dann möchte ich den ersten nehmen. Der erste ist auch kürzer, aber ist einfach, die Story ist einfach so gut. Ja. Also ich habe es enorm genossen. Das war wirklich das erste Mal seit langem, dass ich bei einem Spiel wirklich für einen Charakter wieder gefühlt habe. Egal auf welchen Nebenquests du trotzdem findest, ist trotzdem immer irgendwie geil gemacht. Ja. Interessant. Weil wenn du so versuchst, so akribisch abzuarbeiten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dir so ein paar Gleichheiten mal auffallen. Aber ansonsten fühlt sich schon ziemlich nice an. Hast du einen der Dragon Age Teile mal gespielt? Ich habe mal angefangen, ich glaube. Oder die modernen Mass-Effekt? Mass Effect habe ich tatsächlich, glaube ich, alle drei Teile für den PC. Den ersten habe ich auch mal gestartet, aber ich bin irgendwie nicht so reingekommen. Für mich ist halt das Problem so, ich kann die BioWare-Spiele einfach nicht mehr spielen. Ja. Einfach weil die Production wirklich jede scheiß Kombination hat. Kamera gegen Kamera, ja. Kamera an der Tür, Kamera in einem ästhetisch interessanten Winkel da. Ja. Dann gehst du zu BioWare zurück, dann ist halt einfach so gezoomt raus. Man kann nicht mehr das Gesicht ist schlecht animieren. Ja. Ich habe mal einen Dragon Age Teil auch angefangen. Ich glaube, es war Inquisition. Nee, das ist der neueste. Der davor? Nee, Origins war es. Ja, Origins ist der beliebteste. Und ich fand tatsächlich irgendwie öde. So, auch von den Dialogen her. Irgendwie bin ich da nicht so reingekommen. Und dann habe ich mir auch voll schnell wieder gedacht. Das ist wieder sehr schön, schon läuft.
Aber es ist trotzdem auch noch dieses geile Sweet-Flag. Halt der größte Tilt, ich weiß, dass der ist, dass ich enorm viel Zeit für die Skybox geschenkt habe von der Welt. Das ist irgendwie die Wolke, das ist halt physikalisch, weil du siehst halt nur von nah. Und halt da reinmäßig so ein Mod, wo du die Kamera freigeben kannst, dann ist das die Hälfte der Grafikkarte dafür brennt, dass da die Wolke. Und anscheinend ist das der Grund, weil der Spieler so groß sein wird, dass die Spieler halt sehr viel rumfliegen wollen. Und dafür ist es ein Mod. Wie viel steht es denn da? 1-0? Oder? Bei mir war es doch so weit. Bei mir war es doch so weit. Auch meine Scheibe. Ich habe es leider nie gespielt, aber ich habe auch nicht so wirklich Lust, es jemals mir zu kaufen. Einfach. Es sieht so Werbung und so aus. Für mich, wenn ich ein Open World, der Reiz für mich an Open World spielen ist, so dass ich mich auch da reinfinden kann. Immer offensichtlich funktioniert das Skyrim nicht mehr. Also man halt. Sinnlos, jede Stadt hat nur 10 Einwohner oder was. Aber trotzdem, die Open World gibt mir trotzdem die Illusion, dass es halt ein bisschen lautstärker. Ich als Charakter, ich kann auch sagen, mit Hotels verteilen, bei Zelda ist halt die Spüren, ist halt komplett leer, nur Monster, keine Situation, keine Kultur. Halt sehr offensichtlich irgendwie so Space oder Was du dann alles machen kannst, ja, genau, also einfach, weil du wirklich keine Menschen hast. Wenn du sagst, du willst auf den Berg klettern, kannst du auch wirklich schaffen, auf den Berg zu klettern. Das ist so gut. Vom einen Berg, du bist nicht ganz so, du glaubst, du kannst.
Was macht es? Ich bin so ein Typ, der in der Welt.